Strickbrezel sind eine super nette kleine Dekoration für Weihnachten. Hier habe ich es auf einem Keksteller mit dabei. Du kannst es aber auch an den Adventkranz geben oder sogar auf den Christbaum hängen. Und ich zeige dir jetzt, wie du Strickbrezel ganz einfach selbst machen kannst. Was du dazu brauchst, ist eine Strickliesel. Die gibt es in ganz vielen verschiedenen Formen. Die hier ist jetzt nicht besonders schön, aber es ist die einzige, die ich momentan bekommen habe. Ein Stück Wollrest, da genügt es, wenn es muss gar nicht sehr viel sein, genügt auch wenig, denn du brauchst nur etwa 20 cm von diesem Strickstück. Und wenn du noch nie mit der Strickliesel gearbeitet hast, dann zeige ich dir jetzt, wie das geht. Ich habe hier diese Strickliesel aus Plastik, da gibt es viel, viel schönere aus Holz, die zum Beispiel ausschauen wie kleine Pilze, aber ich habe momentan nur diese hier und zeige dir da, wie das geht. Ich hole mit der Häkelnadel den Faden durch die Strickliesel nach unten durch, bis der unten raussteht und klappe ihn dann ein bisschen ein. Das ist nur am Anfang so, damit er nicht wieder rausrutscht. Und dann winde ich diese Wolle um diese Teile der Strickliesel herum. Und zwar fange ich so an und winde noch einmal so herum und so herum. Und damit ist der Anschlag fertig. Ich zeige dir das noch einmal. Ich fange so herum an. Dann winde ich es so herum herum. Noch einmal und noch einmal. Und der Anschlag ist fertig. Und ab jetzt geht alles ganz leicht. Ich lege den Faden einfach über den Anschlagsfaden drüber und hole mit der Häkelnadel die untere Schlaufe nach oben. Ziehe ein bisschen fest und kann jetzt den Faden ganz normal nehmen wie fürs Stricken. Hole wieder die untere Schlaufe nach oben, ziehe sie über den oberen Faden und hole wieder die untere Schlaufe nach oben über den oberen Faden und immer so weiter. Die untere Schlaufe über den oberen Faden und das in der Reihe herum so lang, bis dieses Stück hier etwa 20 cm lang ist. Noch ein paar Minuten kommt da unten dann dieses Strickstück raus. Und da machen wir jetzt weiter, bis das insgesamt ungefähr 20 cm lang ist. Passt. Und wenn dieses Stück etwa 20 cm lang ist, dann hole ich es von der Strickliesel und dafür ziehe ich einfach die Fäden durch jede Schlaufe durch. Und noch durch die letzte Schlaufe. Anziehen und es ist fertig. Jetzt kommt noch das Brezeln. Dafür nehme ich dieses gestrickte Stück, schlage es einmal übereinander und hole das eine Ende hier hoch. Und das andere Ende hier hoch. Und das Brezel ist fertig. Ich zeige das noch einmal her, ganz langsam. Ich nehme dieses Stück, mache einen Kreis daraus, schlage die Enden übereinander und hole dann dieses eine Ende hier hoch und das andere Ende hier hoch. Diese beiden Fäden, die hier übrig sind, verwende ich dann, um die Enden an der Schlaufe anzunähen. Und so sieht das fertige Brezel aus.